Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Might and Magic Teil 3. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich habe, glaube ich, meinen Plan in der letzten Folge schon gesagt gehabt. Wir warten oder wir verbringen quasi Zeit bis zu Tag 60. Haben wir ja bald. Bald müsste ja Tag 55 anbrechen. Und bei Tag 60 können wir auf einen der zwei Throne steigen. In Schloss, wie heißt Blackwind. Und bekommen dafür irgendwas. Was, weiß ich nicht. Beim Schloss Greywind stand es ja dabei. Bei Schloss Blackwind steht es leider nicht dabei. Wir werden es einfach mal ausprobieren. Und, ja, und bis wir da so weit sind, bis wir diese Tage haben, hätte ich gesagt, erforschen wir einfach weiter die Gegend. Und zwar hätte ich gesagt, oben im Süden, in den Sumpf, dass wir da ein bisschen den Sumpf erforschen. Das ist ja noch eines der wenigen Inseln, die wir noch erforschen müssen. Wir haben noch den Sumpf, wir haben noch die eine Seite von der Eisinsel und noch diese drei weiteren Inseln, Eisinseln. Und natürlich noch dieses Feuerteil, aber ich glaube, das ist relativ schwer. Wir machen erstmal die anderen. So, ich habe auch mal was anderes nachgeschaut gehabt. Und zwar wegen diesem Geier, den wir hier finden. Ich war einfach neugierig, was der für so Werte hat. Und ja, ich finde es ziemlich klasse. Der hat 2000 HP. Das ist schon ziemlich viel. Er ist ziemlich unempfindlich gegen physische Treffer. Das heißt, ich habe eigentlich immer gedacht, wir treffen den nicht, weil er einfach vielleicht zu schnell ausweicht oder sonst irgendwie was, dass unsere Trefferwahrscheinlichkeit zu gering ist. Ist aber nicht so. Er hat einfach zu großen Widerstand gegen physischen Schaden. Das heißt, wenn mal Schaden durchgeht, ist es relativ wenig Schaden und der meiste wird einfach abgeblockt. Das heißt, theoretisch müsste man den wirklich, wirklich viel Schaden machen, um gegen den anzukommen oder halt Magie einsetzen. Er hat auf jeden Fall noch er ist ziemlich schnell. Er kann zweimal angreifen und macht Schaden von 5 bis 250. Also entweder relativ wenig Schaden oder relativ viel Schaden. Das Problem ist, er paralysiert auch seine Gegner. Und wenn man paralysiert ist, war es das auch. Er ist immun gegen Feuer, Elektrizität und Säure. Muss man auch sagen. Das heißt, entweder man greift ihn an mit reiner Magie, also ohne irgendwelche Elemente, sondern reine Magie. Ich glaube, das gibt es ja auch, glaube ich zumindest. Oder halt mit Eis. Eis sollte sehr gut helfen hier. So, was aber jetzt richtig klasse ist, der gibt 2 Millionen Erfahrungspunkte. Stellt euch das mal vor, 2 Millionen Erfahrungspunkte, das ist richtig heftig. Deswegen habe ich mir auch aufgeschrieben, wo die Reiher zu finden sind. Und wenn wir ein bisschen besser sind, ich denke, wir werden uns da noch weiter verbessern, werden wir mal gegen diese Geier noch kämpfen. Nicht wegen den Gegenständen, die da unten drunter liegen, sondern einfach, weil wir da wahnsinnig viel Erfahrung mitbekommen. Und das finde ich einfach ziemlich heiß. Und es soll sie, glaube ich, nur in der Wüste geben. Also das heißt, tatsächlich nur da, wo wir ausgraben können. Und das war's von diesen Geiern. Oh, das ist ein Gargoyle. In F3 waren wir ja noch gar nicht. Feinde von Wildabar und Schloss Bloodrain finden sich meistens im Minotaurensumpf. Der Sumpf ist voll mit Wasserspeiern, die auf ihrer Flucht von Thorn Blossom Orchard gefangen wurden. Sowie Trollen, die Schloss Bloodrain einnehmen wollten, als sie von den Ogern vertrieben wurden. Das ist die Frage, kommen wir gegen die an? Wir probieren es mal aus. Überhaupt kein Problem. Okay, wir machen wieder mal das Übliche. Wir gehen mal hier den Sumpf herum. Ah ja, da haben wir schon die nächste Gegend. Das heißt, wir bleiben hier. Das sind auch neue Gegner hier. Oh, Mist. Ah, das sind Trolle. Aber auch kein Problem. Auch kein Problem. So, ja, jetzt schauen wir mal, wo war das? Ich glaube, da genau, das ist hier. Ninjas! Okay, das ist hier die letzte Dings. Dann gehen wir mal hier quer durch, hätte ich gesagt. Und machen einfach mal das hier fertig. Welches Quadrat war das? F3. Ah. Okay. Okay.
Hier ist etwas vergraben, ausgraben. Lasst uns mal... Na, lieber speichern, nicht, dass wir wieder gegen so einen Geier kämpfen müssen. Wobei, ja, Geier gibt's ja hier nicht, aber... Ein heiliges Wort. Wo habe ich jetzt meine... Heiliges Wort, das müsste Kleriker sein, schätze ich mal. Oder? Klerikale Magie. Heiliges Wort. Oh. Heiliges Wort, da haben wir's. Kleriker. Was macht denn das? Stärkere Version von Tote und Ab... Tote abwenden. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ja, das kriegt unser Kleriker natürlich. So, dann machen wir mal weiter. Ich bin Lieferant und für 1 Million Gold werde ich mich an euch erinnern. Nein. Okay, das muss ich mir mal merken. Ich glaube, so viel Gold haben wir gerade gar nicht. Richtig? Nein, so viel Gold haben wir gar nicht, um was zu machen. Muss ich mir mal merken, das ist hier. Da haben wir auch wieder so eine Art Tempel. Aber in einen oberen Teil. Hat's jetzt grad. Ja genau, jetzt sind wir auf E3. Die Immermoorer und den Schattensumpf leiden unter einem besonderen Fluch. Ein ehrgeiziger junger Kleriker forderte einst Greywind, den Illusionisten, heraus und wurde an die Immermoore verbannt. Aber selbst im Exil war er noch sehr ehrgeizig, also wurde er in einen Baum verwandelt, in der Hoffnung, seinen Durst nach Macht zu stoppen. Die Legende sagt, dass seine Bitterkeit so tief war, dass sie alle Bäume infizierte und diese sich gegen den alle Kleriker stellten. Okay. Wo war denn... verfluchter Narr. Auch kein Problem. Ah ja, hier ist das Ding. Hier ist die Grenze zwischen E3 und F3. Dann bleiben wir mal hier. Und Tote, willkommen! Okay. Also hier geht's runter. Wir können aber auch da weitergehen. Hm. Ah, ein Baumgolem. War ja klar, dass wir hier Baumgolems finden, aber haben wir ja gerade eigentlich gelesen gehabt, dass es ja relativ viel sogar von denen. Aber sind auch absolut gar kein Problem. So, jetzt erkunden wir hier noch weiter. Hoppla. Ja, von den Baumgolems gibt es relativ viele. Und die Narren können anscheinend auch über Wasser laufen, okay. Ah, Moment. Da haben wir jetzt halt hier... Hier war die Grenze. Das heißt, wir gehen jetzt hier nochmal außen rum. Dann machen wir nämlich dieses Quadrat einfach komplett fertig, hätte ich gesagt. So, ja. Dann haben wir dieses Quadrat hier zumindest mal fertig. E3. Also zumindest halt die Außenumrandungen. Und das ist, glaube ich, auch das Quadrat, das ich jetzt einfach mal erforschen will. Wo war das? Jetzt müssen wir mal hier lang gehen. Treibsand! Ach du Scheiße! Okay, nee, das machen wir nicht so. Da lade ich nochmal neu. Treibsand! Okay, im Sumpf müssen wir also aufpassen, das war Treibsand. Ach, Scheiße. Okay, alles nochmal von vorne. Das wäre Treibsand. In Treibsand geraten. Ich will auf jeden Fall das ganze Ding erstmal so umkreisen. Quasi die Grenze von diesem Quadrat. Oder besser gesagt, die Grenze ist es ja eigentlich nicht, weil die geht ja noch weiter nach weiter ins Wasser. Hier, also hier weiter rein. Aber halt von diesem Kontinent quasi. Ja gut. Ja, genau. So. Und jetzt machen wir was. Ich glaube nämlich bei Treibsand, ich bin nicht sicher, ob das so klappt,
Aber rein von der Logik her müsste es klappen, wenn wir hier schweben. Ich meine, wir fallen ja auch nicht in Fallgruben oder so Zeug rein. Das heißt, das müsste doch auch bei Treibsand helfen. Also, ich hoffe es jedenfalls mal. Ich werde das auf jeden Fall mal speichern. Dann gehen wir hier weiter. Ich glaube, hier war das dann. Genau. Jetzt gehen wir hier weiter. Die waren noch keine Probleme. Speichern. Nein. Scheinbar keine Probleme. Na, Moment. Das war schon. Ja, das war sogar schon. Also schweben sollte beim Sumpf auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Etwas sprudelt unter der Wasseroberfläche. Nachsehen. Mach mal. Oh. Schön. Ja, sehr schön. Schweben, schweben ist wichtig. Und Markerblick. Und seit 56. Haben wir jetzt nur noch ein bisschen Zeit hier, uns weiter umzuschauen. Ja, genau. Machen wir einfach mal ein Speer. Machen wir einfach mal so weiter hier. Damit haben wir den Sumpf dann auch bald jedes Fleckchen vom Sumpf ausgekundschaftet. Ein Ringpanzer. Aha. Sehr nett. Also, es gibt hier im Sumpf jedenfalls nicht viele Häuser oder sonst irgendetwas. Aber doch schon einiges zu entdecken. Aber ich schätze mal, die Gegenstände werden wahrscheinlich nicht mehr so gut sein. Also wenn ich so vergleiche von den Gegnerstärken her, so stark wie die Gegner sind, ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass die sehr stark werden. Oder sehr stark sind. Achtung vor den Bäumen. Haben wir schon gesehen. Haben wir schon gesehen. Schleuder. Noch ein paar Baumgolems. Ja, die XP nehmen wir auf jeden Fall mit. Und das bisschen Geld, das es gibt. So. Oh, Moment. Was war da? Was stand da? Gar nichts. Schwimmt schnell oder stirbt. Okay. Was auch immer. Was auch immer. So, jetzt müssten wir eigentlich hiermit fertig sein. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir als nächstes hin? Oh, schon wieder Markerblick und schon wieder Schweben. Und 57. Ja, so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Also es geht sehr viel Zeit ins Land, wenn man hier das Ding macht. Ja, okay. Ich würde sagen, den E3-Hammer gehen wir doch mal einfach in F3 rüber. Dann haben wir den unteren Teil des Sumpfes fertig. Dann haben wir da oben noch einen Teil und da drüben noch einen Teil. Also, ja, ich würde sagen, das sind dann die nächsten, die ich mache. Aber wahrscheinlich kommen wir nicht mehr dazu, sondern tatsächlich nur zu dem Teil. Nur zu diesem Teil hier. Und da wahrscheinlich auch noch nicht mal ganz. So. Ja. Ja, da gibt es wieder richtig viel.
Lass uns vielleicht mal ganz kurz umschauen, was das alles genau gewesen ist. Hammer, das hatten wir, glaube ich, schon. Königskugel der Macht hatten wir ja, genau. Goldplattenpanzer. Ja, okay. Nicht so gut wie das, was wir haben, glaube ich. Wir hatten ja, glaube ich, was hatten wir genau? Rubinplattenpanzer. Ich glaube, ja, der Goldplattenpanzer ist, glaube ich, nicht so gut. Aber er gibt, denke ich, gut Geld. Goldketten, ja. Silbermonaschos. Perlenplattenrüstung. Obsidiansperr hört sich interessant an. Obsidian war ja die beste. Material, aus was alles bestehen konnte. Das heißt, der Speer, der könnte richtig viel Schaden machen. Cool. Photonringpanzer hört sich interessant an. Obsidian-Schleuder hört sich auch an, als ob wir damit eine richtig heftige Fernkampfwaffe hätten. Stahlrobe, ja. Rubin-Amulett hört sich auch interessant an. Diamantringpanzer hört sich auch sehr gut an. Platinflammenberge, Hammeraxt, ja, okay. Ich glaube, da sind einige Sachen drin, die richtig gut sind. Glaube ich zumindest mal. So, wie machen wir es? Gehen wir jetzt erstmal hier rüber? Ja, gehen wir erstmal darüber. Oh, noch mehr. Lederrüstung. Ich bin Wahrsager und für 500.000 Gold werde ich mich an euch erinnern. Das Geld will ich mir jetzt aufsparen. Ich meine, wir haben genug. Aber wir brauchen ja noch 100.000. Andererseits 500.000. Wisst ihr was? Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Ich will wissen, was passiert. Wir haben genug Geld für das hier da. Aha. Ich erinnere mich an euch. Yay. Ich könnte mich vorstellen, wenn wir alle von diesen Steinköpfen, dass sie sich an uns erinnern, dass dann was passiert. Aber ich weiß es nicht. Könnte so sein, aber auch so sein. Müssen wir hier noch? Ja, genau. Bis hierher. Dann gehen wir mal hier rüber. Ist wieder ein Kopf. Der will sich wahrscheinlich auch an uns erinnern. Schätze ich jedenfalls mal. Ich bin Betrüger und für 10.000 Gold werde ich dafür sorgen, dass die anderen euch vergessen. Ja. Das war doch ein bisschen anders, als ich, hoppla, als ich gedacht habe. Also hier gibt es auf jeden Fall viele, viele Goldköpfe. Steinköpfe, die sich an uns erinnern wollen. Ob das was bringt? Da ist auch schon wieder ein Tempel hier. Ja, wie gesagt, ob das was bringt, das ist die große Frage. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal hier runter. Machen wir es mal so rum. Falsche Richtung. Ich wollte eigentlich in die Richtung. So. Genau. Moment. Da haben wir einen Wasserweg vergessen. Perfekt. Jetzt gehen wir hier lang. Oh, da waren wir schon. So. Wir haben 58. Ja, viel, viel Zeit haben wir echt nicht mehr, wann wir ins Schloss zurück müssen. Schweben wichtig. Markerblick wichtig. Kriegen wir das noch hin, dass wir den Rest von F3 hier fertig machen? Da haben wir auf jeden Fall nochmal einen Kopf. Ich bin Aufpasser und für 100.000 Gold werde ich mich an euch erinnern. Hab ich echt, was das bringt, wenn wir das so machen? Dann haben wir das hier fertig.
Ich bin schlechter und für 200.000 Gold werde ich mich an euch erinnern. Bestimmt irgendetwas, das zu machen. So, da haben wir wieder einen Tempel. Der Eingang ist von seltsamen kleinen Statuen umgeben, die Vögel, Insekten und Schlangen zeigen. Dungeon betreten? Erstmal noch nicht. Das machen wir nämlich in der nächsten Folge. Ich würde nämlich einfach nochmal gerne mal reingehen. Beziehungsweise, wisst ihr was? Ich speichere mal ganz schnell und dann schauen wir ganz kurz einfach mal rein. Ich will nämlich wissen, wo was das genau ist, damit ich es dann auch auf meine Karte quasi anschreiben kann. Hier ist dieses Gebäude und das ist das hier. Ihr betretet Höhlenlabyrinth. Ah ja, das ist das Höhlenlabyrinth. Von denen haben wir ja schon gehört. Da haben wir ja in dieser magischen Höhle den Schlüssel gefunden gehabt. Laut dem Text, der da stand jedenfalls. Das Höhlenlabyrinth. Tief in Minotaurensumpf ist das Höhlenlabyrinth. Wenn es nicht die helfende Hand von Mr. Wizard gäbe, wären viele Abenteurer in diesem Labyrinth alt geworden. Er müsste die Statue vom Wassermähne in der Mitte des Labyrinths sowie die Hologramm-Schlüsselkarte finden. Mr. Wizard ist übrigens dieser Typ hier. Mr. Wizard. Damit kommen wir wieder nach, Fountainhead zurück. Ich glaube, es kostet aber Erfahrungspunkte oder Geld, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls, da haben wir das Höhlenlabyrinth. Gut. Dann haben wir nur noch hier ein ganz kleines bisschen zu erforschen. Und dann wäre E3 und F3 vom Sumpf fertig. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Dann würden nur noch die E3, die oberen halt fehlen. Ich bin gerade unsicher. Wie rum das war. Egal. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, die zwei oberen Teile fehlen da nur noch. Aber ich glaube, die werden wir nicht mehr erforschen, sondern relativ zügig zu Schloss Blackwind gehen. Weil, ja, wir haben nicht mehr viel Zeit dafür. Aber den Sumpf machen wir noch fertig, also den unteren Teil jedenfalls. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.